Hallo Leute, einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Wir Es ist Freitag. haben nicht nur das Ende der Arbeitswoche fast erreicht, es ist ja gerade erst 14 Uhr, sondern das Ende des Frühlings ist auch gleich erreicht. Wir haben den letzten Tag im Frühling und wir spielen weiter. Kling! Oh, so viel Geld. Kikeriki, wir haben 8000 und die Goldmarie ist wieder hier. Königin der Soßen. Omelettes. Oh, das will ich auch lernen. Genervte Götter und... Genervte Gäste. Götter? Das ist nicht gut. Und es wird morgen den ganzen Tag regnen. Was? Es wird den ersten Frühlingstag regnen. Das ist den ersten Sommertag regnen. Das ist super. Und ich habe eine Hühnerstatue gefunden. Hä? Morgen wird es den ganzen Tag regnen, aber er zeigt eine Sonne. Oh, ich kann neue Angeln kaufen bei Woolly. Ja, das kann ich schon länger. Also ich kann nochmal neue Angeln kaufen. Wir brauchen noch 2000. Die brauchst du nicht mehr gießen. Nur die Engine Fruit musst du weiter gießen. Lass mich. So. Das ist super gut, wenn das funktioniert. Nein, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Nein. Na, wieso kannst du Nein sagen? Tja. Wenn das morgen regnet, dann ist es super gut fürs Abbauen unserer, fürs Aufbauen unserer Felder, weil wir die dann nicht extra gießen müssen am ersten Tag und wir uns voll die Energie sparen. Ich hätte nochmal gucken sollen, was uns im Sommer am meisten Geld bringt. Hast du nicht gesagt Cranberries? Die sind im Herbst. Blaubeeren könnten... Ich gehe mal ganz kurz zum Traveling Merchant. Das Holz ist schon fertig. Was? Das hat ziemlich schnell. Beim Recycler. Habe ich gerade eben reingeschmissen. Ich habe es gesehen, es war instant fertig. Ich habe gar nicht verstanden. Achso, weil das wahrscheinlich brauchte das nur 10 Minuten und es war gerade umgesprungen. Das kann sein. Preiselbeersaat, Wintersaat, nee. Kugelfisch, Hartholz, Höhlenkarotte, Höhlenkarotte, Schleimsteinplatte, seltene Saat, Kaffeebohne, Heiratsringrezept. Nee, wir können den Heiratsring. Ich kaufe das Heiratsringrezept. Aber Kaffeebohne meinst du, sollen wir nicht kaufen? Ich weiß nicht, das kostet wie viel? 2500? Ja. Kommst du mit 5000 Geld klar? Ja, klar. Gekauft. Ansonsten gehe ich jetzt einfach nochmal angeln. Ja, geh angeln. Und dann gehe ich nochmal in die Höhle angeln. Ich meine, du wirst heute nicht so viel Glück haben, weil es ist nicht so viel Glücktag, aber... Naja. Das Ding mache ich auch jetzt gleich rein, weil ich ja morgen schon fertig. Morgen ist ja neue Saison und Kaffeebohnen gehen ja bis zum Sommer. Frühling und Sommer oder was, ja. Ja. Deswegen sollten wir die nächstes Jahr dann gleich im Frühling starten. Weißt du, was ich mache? Was denn? Kostspielig leben. Oder? Nee, dafür haben wir noch nicht genug Eisenbarren. Was möchtest du machen? Ich habe überlegt, ob ich mir Sprinkler baue. Für die Kaffeebohnen. Einzelne Sprinkler? Naja, es sind 4 Kaffeebohnen pro. Aber das. Ich brauche eine Eisenbahn pro Recyclingmaschine. Ja, das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Eisen nachher, wenn du deine Axt hast, deine Spitzhacke. Ja. So. Ah, ich hätte Speedgrow nehmen sollen. Geschwindwachs. Das wäre ein bisschen schneller gegangen. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen, aber naja. Auf jeden Fall werden die 2500 sich auf jeden Fall bezahlt machen. So. Oh, die kann ich heute übrigens abholen jetzt. Meine. Heute schon? Hast du die nicht gestern erst weggebracht? Nee, vorgestern oder so. Ach so. Wenn nicht sogar noch einen Tag früher. Wie viele Eisenbahnen haben wir denn jetzt eigentlich mittlerweile? 3. Ja, das ist nicht genug.
ich davor weglaufen? Ja. Nein, bist du nicht. Kein Live bei YouTube, weil Tierdieb, der Chat ist nicht eingeblendet. Du bist jetzt nicht live bei YouTube, aber du bist jetzt bei YouTube. Hallo Tierdieb. Willkommen, willkommen. Wir nehmen das jetzt nur auf, das ist der Live-Part, und stellen es dann auf YouTube, das ist der YouTube-Part. Aber schön, dass du da bist. Sonntag. Warum arbeitet der Typ eigentlich sonntags? Ich habe immer noch eine Kupferspitzhacke. Arbeitet der länger an der Kupferspitzhacke? Ich habe die doch nicht. Ich dachte, ich hätte ihn schon einen Tag eher weggebracht. 3 Tage, oder? Wie alles. 3 Tage, 2 Tage. Also theoretisch 1 Tag hinbringen, 2. Tag nicht, 3. Tag abholen. Keine Ahnung. Nein, Tierdieb, wir schneiden dich nicht weg. Wir schneiden niemanden weg, es sei denn, du machst irgendwas Böses, aber das kann ja keiner sehen, solange wir es nicht vorlesen. Richtig. Weil also, der Chat nicht aktiv eingeblendet ist. Genau, das mache ich vielleicht später, wenn irgendwann mal viele Leute zuschauen oder so und der Chat richtig cool ist und man dann merkt, also nicht, dass ihr nicht cool seid, sondern wenn dann halt merkt, dass sich das öfter auf den Chat bezieht, dann würde ich den Chat auch einbinden. Warte, jetzt brauche ich noch ein cooles Chat-Einbinde-Plugin, weil das, was ich damals gemacht habe, weil ich auf meinem Start-Ding und auf meinem Pause-Ding habe, ist nicht ganz so cool. Wie wir das machen mit dem Multiplay? Es gibt seit 2 Wochen, 3 Wochen ungefähr das Multiplayer-Update für den PC. Einfach die Beta aktivieren. Dazu musst du auf Steam rechtsklick, auf Stardew Valley, dann Eigenschaften zu Betas gehen, da gibst du ein Jumping Unimos und das zusammengeschrieben und dann kannst du dich die Beta aktivieren. Oh ja, man macht das halt so, ne? Ich meine, es kostet ja nichts. Sehr gerne, sehr gerne. Dankeschön, Vardrak. Ja, ich dachte mir, ich nehme mal Pause vom Angeln hier und schreibe das mal eben rein. Das ist super, super lieb von dir. Pfui, es stinkt. Katzin? Klonk. Warum ist sie verschlossen? Ich will die Kanalisation erkunden. Wenn ein kleiner Junge sagt, ich will die Kanalisation erkunden. Ich habe nichts dagegen, aber ich mache das erstmal so, weil es mir Spaß macht. Also, ich freue mich über jeden Zuschauer, der mehr kommt. Aber ich habe jetzt nicht hauptsächlich vor mir, das hauptberuflich zu machen. Ich denke, Gunther hat den Schlüssel. Professor Gunther? Der Mann, der das Museum leitet? Warum denkst du, dass er ihn hat? Weil er alles hat. Ich habe einen großen, alten, rostigen Schlüssel aus seinen Taschen fallen sehen. In einer gruseligen Kanalluke wie diese kann nur ein großer, alter, rostiger Schlüssel passen. Wow, Jess, du bist so unglaublich schlau. Das finde ich super gut. Ja, wenn irgendjemand einen alten rostigen Schlüssel hat, dann muss der. Aber ups. Jess ist doch sowieso das gruselige Mädchen, was da alleine im Wald schaukeln geht. Seilspringen. Irgendwas darin bewegt sich. Du weißt übrigens, dass die Zeit während der Katzin weiterläuft, ne? Ja, ich weiß. Ja, den Rest der Katzin gucken wir uns jetzt auch nicht an. Ups. Ja, also die Katzin ist eh zu Ende. Du, Tierdieb, groß werden, ja, Geld verdienen, erstmal total zweit-, dritt-, viert- oder fünftrangig, ja, ich habe jetzt auch einen Donation-Link unten reingepostet, weil ich super gern so eine Capture-Card hätte, um zum Beispiel auch mal Konsolenspiele mit meiner Switch oder der Wii U zu streamen, aber das ist ja kein Geld verdienen, das ist ja für den Stream. Eben. Und das ist halt noch ganz, ganz weit weg. Also erstmal würde ich mich freuen, regelmäßig viele Zuschauer zu haben. Und ich habe das Stream angefangen, einfach weil ich super gern spiele und super gern rede und super gern mich mit Leuten unterhalte. Und wenn also Leute vorbeikommen und einfach Hallo sagen, so wie du gerade, dann freut mich das schon. Und das finde ich schon alleine super cool. Also sag doch mal Hallo. 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 Klunk, 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 klunk.
Hallo Suki. Hallo Suki. Ach, Suki ist Verlass. Das mit dem Verdächtig verstehe ich allerdings nicht. Mensch, TTIP ist vom Finanzamt. Ne? Wir wissen, ob du damit Geld verdienst. Ah, okay. Die sind heutzutage so sneaky, die machen sich Accounts auf Twitch, um das sowas zu fragen dann. Das ist ja unglaublich so witzig. Ja genau, und aber da sie wissen, dass das so Standardnamen wie zum Beispiel TierDieb 78810 schon geben würde, deswegen haben sie einfach die Zahlen rausgelassen. Sneaky, sneaky. Suki, wir haben nichts anderes von dir erwartet. Das klingt jetzt gemeiner, als es gemeint war. Gemeiner, als es gemeint war. Voll der Rapper in mir oder so. Voll nicht. Aber wenn es dem Abgrund sicher ist, ist doch gut. Also, dann habe ich auch nichts gegen den Abgrund. Der sichere Abgrund ist eigentlich auch stimmt. Das widerspricht sich so ein bisschen. Da fühle ich mich nicht sicher in dem Abgrund. Also. Ach, Suki. Genau das, Tierdieb, würde ich jetzt auch sagen, wenn ich vom Finanzamt wäre. So wie die GEZ-Leute, die durch die Fenster gucken, ob du einen Fernseher hast. Ja, das müssen sie ja zum Glück heutzutage nicht mehr. Was machen eigentlich diese ganzen Leute, die früher geguckt haben, ob man einen Fernseher hat? Ich meine, weiß nicht, nachdem es alle GEZ-Fahrkarten in der S-Bahn müssen, sind die doch irgendwie arbeitslos geworden. Die werden Fahrkarten in der S-Bahn kontrollieren oder sowas. Was ist das? Fancy. So, ich warte auf dich, geh schlafen, Vardrak. Achso, oh Gott, es ist ja 21:40 Uhr. Oh Gott, ich muss noch zurücklaufen. Ich bin noch am Angeln. Oh, Vardrak. Na, wenn wir mittlerweile die Wien-Karten freigeschalten hätten, dann könnte ich da zurückfahren. Ja, wir sollten auf jeden Fall schnellstmöglich auch die Wien-Karten freischalten. Das heißt, wir brauchen auch Golderz, um den Goldbarren zu haben, weil wir müssen noch alle drei Barren reingehen, ne? Ja, witzig. Ja, kennst du, wie alt wir sind? Oh, wahrscheinlich zu alt. Das sagt man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr, ne? Nee, man sagt nicht mehr, wie alt man ist. Und 40 sagt man auch nicht mehr, das ist voll out. Ja, out sagt man wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr. Nee, man sagt wahrscheinlich jetzt unkorall oder so. Tiri, wie alt bist du denn? Oder wie alt denkst du denn, dass wir sind? Oh Gott, was ist los? Was ist los? Irgendwas hat Rums gemacht. Zischen dann Rums. Oh, das wäre cool. Bei mir hat es nicht Rums gemacht. Vielleicht habe ich es einfach nicht gehört. Hat bei dir nicht Zischen Rums gemacht? Eine Explosion hallte durch die Nacht. Oh, das heißt, wir haben irgendwo jetzt einen Meteor auf unserem Feld liegen. Gucken wir mal, ob ich ihn finde. Ich meine, wir können ihn eh noch nicht abbauen, weil ich glaube, dazu brauchen wir noch die bessere Spitzhacke, aber... Dazu brauchen wir die größere 37, ja, ganz knapp vorbei. Meine Freundin amüsiert sich gerade köstlich darüber, weil sie mich auch immer alt nennt. Ganz knapp vorbei, so um die 12 Jahre. Fox, hör auf zu labern, wir müssen jetzt hier Zeug machen. Ich mach doch Zeug. Ich mach das Zeug, was du jeden Tag nicht machst, deine Krabbenreuse. Oh, naja. Scheiß drauf, das lagern wir jetzt auch erstmal hier. Ah, ihr habt jetzt Sommer. Wir haben jetzt Sommer. Eben, da gehst du einkaufen? Ich gehe einkaufen, ich hab den Meteorit gefunden. Ja, ich weiß, er liegt da unten. Lass ihn erstmal liegen. Gieß mal bitte die beiden Pflanzen dort. Ne, wir müssen erstmal Felder bauen. Es ist noch nicht erneuern. Du brauchst noch gar nicht wegrennen. Doch, ich renne schon mal weg. Ich mache nämlich schon die Sommersammeltour. Ich weiß noch gar nicht, welche Felder ich aufbauen soll hier. Ich doch auch noch nicht. Mach einfach großes Feld. Ich habe ein prähistorisches Werkzeug eingesammelt. Und wie wir recht hatten, dass unser Wetter nicht stimmen konnte, ne? Was brauchen wir denn für den Handwerksraum? Bündel sammeln Sommer. Okay, wir brauchen noch Weintrauben. Gucken, ob ich noch Weintrauben finde bis... Auf jeden Fall Mais, würde ich sagen, sollten wir mitnehmen.
weil dafür brauchen wir 5 Goldmais. Und das geht mit Mais ziemlich gut, weil er 2 Dinger geht. 2 Jahreszeiten. Wie alt bist du? Weil Fly ist auch schon eigentlich nur noch unter Gangster-Rappern in. Und wenn er das zu mir sagen würde, würde ich die Pfoten von ihm lassen, weil ich glauben würde, dass er unter 18 ist. Ich finde es sehr lustig, dass du glauben würdest, dass ich unter 18 bin. Sag mir bitte schon noch Fly. Ja, aber du weißt, dass ich alt bin. Eben. Habt ihr eigentlich schon alle Charaktere kennengelernt? Natürlich. Nein. Ich schon. Baut ihr keine Beziehung zu denen auf? Doch, aber erst wenn alles ordentlich läuft. Hm. Kupfererz 25 Mal. Nee, hab ich nicht. Ich rede erst nach dem dritten Jahr mit irgendwelchen Leuten. Sehr sozial. So, wir brauchen Mais, hast du gesagt? Na, wir brauchen auf jeden Fall... Was wir brauchen, musst du mal selbst nachgucken. Kannst ja. Weißt du, dass du es im Inventar nachgucken kannst? Ja, na klar. Super. So, wir brauchen Tomaten, Peperoni und Blaubeere, auf jeden Fall. Zuki sagt, wenn er Fly sagt, dann ist er in der Midlife-Crisis, also lasst es besser, Jungs. Peperoni, ich mach mal von den Sachen, die wir brauchen, erstmal 5. Und dann werde ich sehr viele Melonen kaufen, weil Melonen einfach gut sind, weil die auch gut Wert bringen. Moment. So, ich habe 40. Gibt es keine Erdbeeren, Cranberry, irgendwelchen Sachen im Sommer? Doch, gibt es. Das sind die Blaubeeren. Lohnen die sich nicht immer am meisten mit? Nicht wirklich. Ich werde eine Sonnenblume noch kaufen, weil die vermehrt sich von alleine. Und dann kaufe ich den Rest mit Blaubeeren. So. Wir haben kein Geld mehr, das ist in Ordnung. Achso, ich gehe noch schnell und hole meine Spitzhacke. Wir brauchen eine Menge Müsli-Riegel. Ich habe noch 7 und 7 liegen noch in der Kiste. Ich habe 7, ich habe die gerade rausgenommen, aber wenn ich das jeden Tag gießen soll, hui. Sollte uns sorgen, die größere, die bessere Gießkanne zu bauen. Ja. Weil ich eskaliere hier gerade ein bisschen. Das ist in Ordnung. Eskalation ist nicht schlimm. Dem Museum spenden. Irgend so eine Waffe, bam, dahin. Ja, Suki. Es ist 13 Uhr, könntest du bitte zurückkommen und die Saaten anpflanzen und irgendwo noch im Museum rumrennen? Chill mal dein Leben, ich war eben in der Ecke und hatte das gerade noch gefunden. Wir müssen alles noch anpflanzen. Hat da jemand wieder Stimmungsschwankungen oder was? Microaggression. Hit him. Bringt dir eigentlich der Hofarbeitsskill Gießkanneneffektivität hoch? Ja. Warum gieß ich denn eigentlich alles? Weil du die bessere Kanne hast, du gibst sie mir ja nicht. Ist gleich alles gegossen. Düngst du? Ja. Ah ne, das kann ich nicht damit machen, weil ich das andere will. So, ich hole mir Dünger. Ich bastle mir selber Dünger. Einfach normalen erstmal, ne? Ja, mach das. Ich hab dir jetzt die Gießkanne in die Kiste gehauen. Ich gieße jetzt hier nicht mehr. Sehr gut. Hat eine Weile gedauert für mich, das mitzukriegen, aber gieß jetzt nicht mehr. Ich hab dir doch gesagt, ich kann gießen, aber du wolltest ja nicht hören. So. Hier unten haben wir ein ganz komisches Feld. Deswegen müssen wir mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Ich kann die Fischreuse nicht ernten. Erstens sehe ich nicht, ob was drin ist. Ah, nee, das hast du schon gemacht, ne? Ich habe das schon gemacht. Ah, deswegen.
Ich kriege nämlich seltsame Fehlermeldung dann. Was war denn das gerade? Ich habe eine Kiste auf und zu gemacht. Nee, das klang gerade irgendwie komisch. Reicht dir das Feld so? Ja, das reicht mir so. Ui, ich möchte dir keinen Standarddünger schenken. Was? Möchtest du nicht? Oh. So, 5 und 8. Das heißt, da packen wir die Blaubeeren hin. Ist jetzt alles ein wenig sehr komisch verteilt. Das ist die Random Stuff Kiste. Vor allen Dingen haben wir so, hier eins zu wenig Platz. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Ich gehe meinen Glasfisch in die, ins Community Center bringen. Ja, du hättest das zweite Feld übrigens gar nicht machen müssen. Ich hab gemacht. Du hast gesagt, ich soll eskalieren, ich eskaliere. Ich konnte ja nicht erwarten, dass du so eskalierst. Wenn, dann eskaliere ich richtig. Oh, da ist ein Typ. Hi. 12, das heißt, ich muss hier anders nochmal eskalieren. Und zwar, das packen wir ja dahin. Und dann muss ich hier nochmal selber eskalieren. Spezialfische. So. Gut. Ich gehe nochmal zum Ozean. Vielleicht kann ich noch ein paar Fische holen. Ja. Obwohl, nee, es ist gleich Nacht, ne? Ja, 17:30. Also, ja. Dann kann ich versuchen, eine. Haben wir jetzt schon eine Brasse oder haben wir jetzt keine Brasse? Ah, ich bin doch blöd. Meine Community Center Anzeige ist immer noch kaputt. Ich hab die anderen Dinger nicht. Wir haben eine Brasse, glaube ich. Brasse ist bei Nachtfisch, glaube ich, drin. Nein, haben wir nämlich nicht. Zumindest haben wir keine abgegeben. Nee, aber wir haben eine hier. Ja, ich werde jetzt einfach angeln. 18 Uhr. Ich habe ein bisschen Energie noch, da werde ich angeln. Kannst du mal gucken, ob du bei Gunther zufällig noch Melonen-Seeds bekommen kannst nächsten Tag? Ja, kann ich machen. Kriege ich wahrscheinlich. 9 Stück müsstest du noch bekommen, das heißt, hierhin mache ich jetzt die Starfruit. So. Ich habe nämlich ein Teil nicht gedüngt. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber hätte ich halt auch machen können. Quality-Dünger oder was hast du reingehauen? Normalen Dünger, aber ich habe einen Teil halt gar nicht gedüngt. Achso, okay. Kann ich das jetzt schon damit machen? Nee, deine Spitzhacke ist nicht stark genug, um das zu zerbrechen. Ja. Aber ich habe jetzt schon mal eine bessere Spitzhacke und das ist alleine schon mal was wert. Ich habe ein Hecht gefangen. Du bist ja ein toller Hecht. Brauchen wir Hechte? Ich glaube wir haben schon einen. So. Hast du geguckt, wie das Wetter morgen ist? Nein. Mist. Hast du zufällig irgendwo eine Weintraube gefunden? Noch nicht, nein. Die kommt doch erst später im Sommer. Echt? Ja. Ich dachte, die sind die ganze Zeit zu finden, weil die ja. Nein, die kommen erst später im Sommer. Irgendwie da ab der Sommerhälfte oder so. Ich glaube, Hechte brauchen wir nicht. Zumindest steht kein Hecht auf meiner Liste. Gut, dann verkaufe ich die. Wow. Ach, Suki. Die Frage ist er ein Hammerhai oder ist er ein Hammerhai? Ich hämmere immer Haie Leute ins Gesicht. Das klingt irgendwie pervers. Ich wollte es nur gesagt haben. Du hast das Feld noch größer gemacht. Ja, weil ich es näher ran machen wollte. Das kann auch sein. Weil wenn die direkt nebeneinander liegen, haben die eine Chance groß zu werden. Ah ja, okay. Und deswegen, das ergibt alles Sinn, was ich da gesagt, getan habe. Ja, mach du. So, ich muss noch schnell das da verkaufen und dann muss ich schnell noch da. Ich habe mich schon mal ins Bett geschmissen. Das reinhauen und dann gehe ich auch schnell schlafen. Olli hops, ins Bett gehen.
So, du hast mal wieder Geld gemacht mit Steinfischen und indischen Glaswälzen. Die im Englischen einfach nur Ghostfish heißen, was ich lustig finde, aber... Mhm. So, und damit ist aber auch unsere Zeit für heute schon wieder um. Oh. Das kannst du laut sagen. Oh. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, was das für heute. Schaut doch auch mal auf Twitter vorbei bei BloodyFox13 oder bei The Vardrug oder auch bei mir im Stream, so wie es Tierlieb getan hat, der jetzt dabei war, live und in Farbe. Und, auch und wie die Suki es jedes Mal macht. Auch dann bekommt ihr eure Erwähnung in diesem wunderschönen Video. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.